Kommen wir mal zurück nach Winden, ein Torjäger. Heute im 9. Spiel, richtig? Den 7. Treffer erzielt. Das kann sagen. Wie wichtig war denn der heutige Treffer in dem schwierigen Spiel? Der heutige Treffer, das 1-0 direkt in der ersten Halbzeit, der war natürlich sehr wichtig. Aber insgesamt natürlich ist ja dann im Endeffekt egal, wer das Tor macht. Hauptsache wir führen erstmal 1-0 und geraten nicht in Rückstand. Das ist natürlich wichtig in so einem Spiel. Und dann, wenn nachher die Tore schießt, ist ja egal. Gut, egal, aber zur Halbzeit nur 1-0 heute. Man hatte sich ja, glaube ich, ein bisschen mehr erhofft hier in Neffeltal in der ersten Halbzeit. Ja. Der Trainer war ja in der Halbzeit schon, also vor der Halbzeit schon, sage ich mal, sehr beschäftigt. Ja, das lag jetzt nicht direkt am Ergebnis, 1-0 zur Halbzeit zu führen, ist ja erstmal gar nicht so schlecht. Mehr nachdem die zweiten 20 Minuten in der ersten Halbzeit, da haben wir natürlich nachgelassen, das Passspiel hat nicht mehr so geklappt. Dann war der Trainer natürlich zu Recht sauer, aber direkt am Ergebnis hat er nichts zu Mose, sondern 1-0. Wenn man das heutige Spiel noch 90 Minuten sieht, ist es für die nächste Trainingseinheit Elfmeterschießen? Ja, wenn Sie das schon so ansprechen, hatten wir eigentlich schon mal geübt im letzten Training. Komischerweise im Training waren fast alle drin. Jetzt, ich weiß nicht, ob das eine Kopfsache ist oder wahrscheinlich bei so einem Lattenschuss eher Pech. Kann man nichts machen. Und ja, hoffen wir mal, dass in wichtigen Situationen, wo der Elfer wieder entscheidend ist, dass er da reingeht. Das sind jetzt zwei Spiele, zwei Elfmeter, einmal verschossen, einmal Nachschuss. Wie geht man da um? Kopfsache, klar, aber wie geht man damit um? Ja, am besten, man findet einen Schützen, der natürlich immer sicher ist. Ist uns bis jetzt noch nicht gelungen, haben wir keinen gefunden. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir einen finden, der die Dinger reinhaut für uns. Ist denn die Rangfolge in der Mannschaft festgelegt? Wer legt die fest? Der Captain oder der Trainer? Der Trainer sagt vor dem Spiel, jetzt in diesem Fall der Trainer auch vor dem Spiel explizit dem Spieler gesagt, der soll den Elfmeter schießen. War natürlich jetzt unglücklich, weil er selber gefoult wurde. Man kennt ja das Sprichwort, dass er eigentlich schießen sollte. Hat er dann doch gemacht, hätte man sich vielleicht dann jetzt im Nachhinein hätte man einen anderen suchen sollen. Jetzt haben wir 9 Spiele, 8 Spiele gewonnen. Kommt da jetzt Langeweile auf? Ja, Langeweile natürlich nicht. In jedem Spiel, auch wieder heute, ist natürlich wieder ein Kampfspiel. In jedem Spiel muss man aufs Neue die 3 Punkte erstmal holen. Wir haben ja selber in Vorhelfe gesehen, wie schnell das passieren kann, dass man da mal Punkte liegen lässt. Und so oft Punkte liegen lassen dürfen wir natürlich auch nicht. Und dann wird das auch nicht langweilig. Was hat der Trainer nach dem Spiel denn zur Mannschaft noch mit auf den Weg gegeben? Das Übliche halt, dass man... Das wir jetzt nicht wieder abheben sollen, aber das ist ja von vornherein klar. Und dann waren das eher so mannschaftsinterne Dinge. Also, dass wir eine Mannschaft sein sollen, dann war das aber eher mannschaftsintern, was da noch angesprochen wurde. Das wird jetzt nicht hier hin, glaube ich. Alles klar, vielen Dank. Kein Problem. Danke. Ne? Gerne.